Servus, meine Lieben. Wir sind wieder in den Tiefen der Rothianischen Festung in Oblivia, um die letzten zwei Standardmissionen für dieses Kapitel anzugehen bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Und dieses Mal muss ich sie nicht nachts machen. Hallo, Nitzinga. Den kennen wir doch noch aus Zwei Krieger. Alle anderen haben es vergessen. Wir ziehen gen Kaldros, einer unserer erbittertsten Feinde, zu vernichten. Ihr Mensch, seid ihr nicht die Kriegerin, die sich rühmt, gar der Kampfkunst unseres Prinzen überlegen zu sein? Euer Volk und das meine sind durch einen Eid aneinander gebunden. Werdet ihr uns die hohe Ehre erweisen, mit uns in den Kampf zu ziehen? Frage Nitzinga, was er geplant hat, oder frage Nitzinga, ob seine Leute zu einem Kampf mit den Ganglien unterwegs sind. Nein, wir fragen mal, was er denn geplant hat. Kurz nach unserer Landung auf Myra verschlag die elende Jakul-Königin viele meiner Kameraden. Wir werden ihre Gebeine aus dem Leib der Bestie schneiden. Unsere Bräuche verlangen, dass Rache einzig durch rothianische Hände geübt wird. Und deswegen frage ich euch nach einer DNA-Injektion. Doch der Zahn der Zeit nagt an unseren Waffen und unseren Skills. Und jene mit dem Können, Schäden zu beheben, fanden ihr Ende im Schlund des üblen Vogels. Warum schicken die auch die Ingenieure an die Schlachtfront? Gehen wir allein, bedeutet das unseren Tod, ohne dass wir Rache üben konnten. Also schlucke ich meinen Stolz hinunter und bitte euch um eure Unterstützung. Werdet ihr mit uns aufbrechen und dafür sorgen, dass die garstige Jakul-Königin ihren letzten Atemzug tut? Sag Nitzinga, dass du gerade beschäftigt bist. Ich muss meine Sonnenbrille neu verrücken und putzen. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Nicke grimmig. Ja, ja, komm. Wir werden unsere Schuldigkeit nie vergessen. Nun lass die Jagd beginnen. But the hunter becomes the hunted. Ah, seht, die drei Überragenden. Moment, meine Gruppe besteht doch aus vier. Genau zur richtigen Zeit. Diese kühne Kriegerin wird uns auf unserer Jagd begleiten, meine jungen Freunde. Befehlshaber nie, diese Angelegenheit regeln wir Prothianer allein. Wir haben es nicht nötig, Hilfe von Außenstehenden einzufordern. Gut gesprochen, Bruder. Wir werden unseren Vater eigenhändig rächen. Allein dafür trainierten wir lange und hart. Kein Gegner kann unseren Verhaltenkräften trotzen. Da, na gut. Hier nicht genug. Gut. Der Schneidewind. Da Giri. Die gierige Blitzfaust. Da Zäulbe. Der Schmetterfels. Beide Geschwister und ich brauchen keinerlei Unterstützung. Am wenigsten von einer schwächlichen Außenstehenden. Lass mich raten, deren Gegner haben die unterstützt, weil die so beschissenen Namen haben, die man nicht ernst nehmen kann. Prahle, dass du härter bist als die drei Überragenden zusammen. Oder stimme zu, dass du zwar keine Rothianerin bist, aber dass du trotzdem dein Bestes geben wirst. Ja, komm, sei mal bescheiden. Es scheint, als sei sich unser Gast immerhin der eigenen Grenzen bewusst. Doch der Gegner, dem wir entgegengehen, ist tödlich. Ein Kampfgefährte, dem es an Selbstvertrauen fehlt, ist nichts als eine Bürde. Genug gezankt. Ich kenne und würdige die Stärke der drei Überragenden, doch werde ich euch nicht sinnlos sterben lassen. Also dürfen wir uns mit dieser Kriegerin messen, bevor wir gegen die Jakul-Königin ausrücken? Die Stärke einer Kampfgefährtin zu kennen ist unabdingbar, bevor wir in der Schlacht vertrauen. Sehen wir, dass sie mehr Bürde denn Hilfe ist. Muss ich darauf bestehen, sie zurückzulassen? Wir können eine Verbündete schwerlich in den sicheren Tod führen. Ihr Mensch wollt doch gewiss ebenso wissen, von welchem Schlag jene sind, an deren Seite ihr kämpfen sollt. Na gut, du hast recht. Oder nicke und bestätige, dass du ganz ähnlich denkst, oder gib zu, dass dich ihre Stärke nicht besonders interessiert. Eigentlich interessiert sie mich nicht. Ich habe einen Skell, der macht die Arbeit. Zu Recht, wir werden euch am Kuckucksbuckel erwarten. Wir werden uns redlich bemühen, euch keine bleibenden Schäden zuzufügen. Doch rate ich euch, dennoch wohl vorbereitet zu erscheinen. Ha, ha, ha.
Oh, wir werden alle. Ja, genau. Wir gehen ans andere Ende der Welt, um uns für eine Schlacht am anderen Ende der Welt vorzubereiten. Gut. Ist ein Plan. Aber was soll's. Dann werden wir uns am Kuckucks. Ich habe leider Gottes hier wegen Sonneneinstrahlung sehe ich fast nichts von meinem Gamepad. Deswegen muss ich gucken. Oh, das ist gut, dass es hier ganz am Außenposten ist, falls man mich noch hört. Ist es denn? Ach, da ist es. Dann gehen wir zur größeren Zwillingsbrücke, falls man mich jetzt gerade noch verstanden haben sollte. Wenn ich das Handtuch da wegtun würde, würde man nichts sehen. Rein gar nichts würde man sehen. Man würde sich die spiegelnde Kamera sehen können. Und ich möchte nicht, dass man sich diese verdammte spiegelnde Kamera sieht. Aber wie dem auch sei, wir haben es jetzt mit anderen Sachen zu tun. Wir müssen... Warum eigentlich ausgerechnet hier? Warum kann man nicht einfach mal eben kurz vor Olivia sich hinstellen? Also vor der Feste und da einfach mal rumballern. Aber nein! Wir müssten es mit den großen Ottos uns jetzt gütlich tun. Oh, sind die aber groß. Ihr seid gekommen. Gut. Sucht ihr unter Umständen das Gespräch, bevor wir uns miteinander messen? Ich wäre bereit, ein wenig über uns preiszugeben. Nicke wortlos. Oder sage Dana gut, dass die Zeit zu reden vorbei ist. Eigentlich interessiert es mich nicht, aber vielleicht wissen sie ja was Interessantes von sich zu erzählen. Wäre die Jakul-Königin an einem anderen Tag über unser Lager in Kauldros hergefallen, hätten wir drei es verteidigen können. Doch die Ganglion befahlen uns auszurücken, um gegen ihre Feinde vorzugehen. Wir standen Soldaten gegenüber wohl wahr, doch auch wertlosen Zivilisten. Wehrlos, nicht wertlos. Keiner von ihnen überlebte. Es war verstörend. Und nach diesem Grauen kehrten wir in unser Lager zurück, nur um es verwüstet vorzufinden. Unsere Eltern, der Sohn von Nizinga und viele mehr, verschlungen. Uns dreien war bewusst, dass unsere Familien für unsere Verbrechen an den Unschuldigen büßen mussten. Und da schworen wir, in den Kampf gegen die Jakul-Königin zu ziehen, gemeinsam und ohne Hilfe. Euch wünsche ich nichts Böses, doch ihr werdet in diesem Kampf Wunden davontragen, die euch von dieser Jagd fernhalten. Dagiri, da Zäulbe, seid ihr bereit? Ich breche über euch herein mit der Schnelligkeit und der Wucht des Blitzschlags. Ich zerschmettere Stein mit Bein mit mächtigen Schlägen, hart wie Felsbrocken. Das sind also Pikachu und wie heißt das Ding noch? Onyx. Und ich entledige mich eurer mit der Eleganz und der Wendigkeit eines Windhauchs. Denn wir drei Überragenden sind unbesiegbar. Und nun kämpft! Wir kämpfen! For Ultimate Desperation Boss Time. Sorry. Guck mal, die haben nur Level 41 Skills, aber kommen... Ah, auf den Hosenboden gehen sie nieder. Stellen sich nieder auf den Fuß. Danach stech ich sie ab und mach sie zu Apfelmus. Ja, guck, zumindest gefühlt, hoffentlich. Oh, komm mal da runter! Ja, hier, bekomm du mal dein Heal. Das Schwein da guckt sich aus der Nähe mal an, um was es hier geht. Könntest du ein Mühchen runterkommen? Ich muss leider Gottes jetzt... Oder Moment, dann gehen wir erstmal auf der Zäubes Kadar zu. So, das sah schon mal ganz gut aus fürs Erste. Jetzt warte ich noch ein bisschen ab, bis der Rest hier irgendwie klarkommt. Ja, meine Gruppe sieht noch einigermaßen gut aus. Oh, da ist es herniedergefallen. Den anderen anvisieren, da ist er. Das war's schon. Ach toll, jetzt ist er schon wieder nach oben geflogen. Ich glaube es nicht. Dann werde ich ihn jetzt einfach abschießen, wie der Wicht der ist. Ja, hätte ich jetzt mal Fähigkeiten für die Entfernung. Ah, da ist er kaputt. Da ist er schön kaputt gegangen. Ja, und du hast es auch hinter dir. Und wir haben alle überlebt. Ha! Und das ohne Skell-Einsatz. Genug, Mensch. Jetzt könnt ihr an der Mission gar nicht mehr teilnehmen, weil ich sie geschrottet habe. Genug.
Wir gestehen unsere Niederlage ein. Akne! Dass eure Fähigkeiten, die unseren weit überragen, zeigtet ihr uns überaus schmerzhaft. Nun kommt zur Schande, die bei der Verteidigung unserer Familien versagt zu haben, auch noch die Schmach, ihren Tod nicht eigenhändig rächen zu können. Sage den Rothianern ohne Umschweife, dass sie zu schwach sind, oder lobe die Rothianer für ihre Stärke. Nein! Wir legen mal ordentlich den Daumen in die Wunde. Vorher noch schön in Essig getaucht. Einer Kriegerin wie euch kann ich nicht widersprechen. Zweifelsohne könntet ihr uns vieles lehren. Doch ach, die Jakul-Königin muss... Sieh, Bruder! Sind dies dort nicht tödliche Jakuli? Lakaien der Königin höchst selbst? Wie? Wann gelang es ihnen, sich in diesem Gebiet auszubreiten? Was tun, Bruder? Wir können nicht gegen sie antreten. Unsere Skelze haben zu großen Schaden genommen. Ja. Es scheint, ich muss euch wohl ein weiteres Mal bitten, uns eure Stärke zu leihen, Zenobia. Eine prima Gelegenheit, meine Finanzen schlagkräftig zu erhöhen. Steht ihr uns im Kampf bei und helft unseren entehrten Familiennamen reinzuwaschen? Sage Dana gut, dass er auf dich zählen kann, oder erwidere kühl, dass du deine Arbeit erledigen wirst. Ja, ich werde meine Arbeit erledigen. Mag sein, dass es gerade eure sachliche Sicht der Dinge ist, die uns fehlt. Nun, dann erwarte ich mit Spannung, euch bei eurer Arbeit zu beobachten. Macht alle nieder. Keine Gnade. Wo ist mein Auto? Wo ist es? Ich will es begatten. Ich meine, ich will einsteigen. Ansonsten, das dauert mir einfach nur sonst zu lang. So. Hier, jetzt zeige ich euch meine Übermacht, indem ich endlich mal meinen Phönix benutze. Ja, ein bisschen Kollateralschaden haben wir verursacht, aber das ist schon vertretbar, finde ich. Überaus beeindruckend, Zenobia. Es ist eine große Ehre, an der Seite einer Kriegerin wie euch zu fechten. Ich habe euch um Verzeihung, ich bitte euch um Verzeihung, dass ich solch einen Narren aus mir machte. Schließt nicht von meinem Bruder auf mich, Mensch. Anders als er lasse ich mich nicht so rasch einlullen. Ich versage euch nicht die Anerkennung für eure große Stärke. Doch müssen wir es sein, die jenen Dämonen erlegen. Also wisset, dass meine Hand es sein wird, die den tödlichen Schlag ausführt. Steht mir dabei nicht im Wege. Lasst uns zum Befehlshaber nie zurückkehren. Toll, und dann geht's ja nie weiter. Oh, es tut mir leid, aber dieser Namen! Dort können wir uns eine Strategie für die Jagd zurechtlegen. Die Strategie ist, lasst mich mit meinen Diskbomben los und dann hat sich die Sache. Oh, Zeug, Einsatzomas und alles andere. Was verticken wir? Bis gleich. So, wir sind zurückgekehrt. Oh, die drei Überragenden baten mich um die Ehre, euch auf die Jagd begleiten zu dürfen. Ganz wie ich erwartete. Allein mich überreicht, wie einfühlsam Dana gut sich zeigte. Ist niemand der andere Vorschläge akzeptiert. Ihr müsst wahrlich ein außergewöhnliches Talent haben. Ja, wir haben nur sein Leben gerettet, nachdem wir es riskiert haben. Behaupte, die stärkste Blade auf Mira zu sein oder nuschle, dass du nur eine durchschnittliche Blade bist. Ja. Bescheidenheit ist die Zierde eines Kriegers. Und doch geht eine beeindruckende Ausstrahlung von euch aus. Das könnt ihr nicht verbergen. Mit den vereinten Kräften von euch und den drei Überragenden brauchen wir die Jakul-Könige nicht zu fürchten. Nun lasst uns beratschlagen. Unsere Beute lässt sich selten auf dem Erdboden nieder. Um sie herunterzulocken, müssen wir erst ihre Lakaien in Kaldros vernichten. Damit dies gelingt, müssen wir ein beträchtliches Gebiet abdecken. Ihr und die drei Überragenden teilt euch auf und besiegt die Lakaien in euren jeweiligen Revieren. Sobald die Königin sich zeigt, ruft der Erste, der sie sichtet, die anderen herbei. Seid ihr wieder vereint, macht ihr sie nieder. Ein eher vager Plan, findet ihr nicht? Wissen wir denn um keinen ihrer Schwachpunkte? Wir sahen nie mehr von ihr als ihre fortfliegende Silhouette, getränkt vom Blut unserer Kameraden. Darüber hinaus haben wir keine Vorstellung von der Natur der Jakul-Königin. Sie scheint von gleicher Art wie ihre Lakaien zu sein. Und jenen seid ihr bereits im Kampf begegnet. Damit habt ihr uns etwas voraus. Würdet ihr eure Erfahrung mit uns teilen, Zenobia? Sage, dass Jakuli anfällig für physisch...
Sie sind gegen Feuerattacken anscheinend am wenigsten gefallen, mit minus 50% Resistenz. Ich verstehe. Und gegen welche Arten von Angriffen, Kreaturen, müssen wir uns wappnen? Rate den Rothianer, sich vor heftigen Gravitationsattacken in Acht zu nehmen. Moment, ich muss mal kurz gucken. Also wir haben physisch, Äther und elektrisch. Laser- oder Sturmangriffe? Eigentlich gar nichts von denen. Dann machen wir einfach mal Sturmangriffe. Ihr beobachtet eure Widersacher recht gut in solch kurzer Zeit. Dies hilft uns ausreichend, um voranzuschreiten. Überlasst die Nachhut mir. Wohlan, dann sollten wir nun nach Kaudros aufbrechen, Befehlshaber Nie. Lasset uns die garstige Königin in Eintracht ködern und vernichten Zenobia. Die Zeit ist reif. Helft den drei überragend und vernichtet das Übel, welches allzu viele ruthianische Leben kostete. Möget ihr siegreich sein. Ja, ich gehe davon aus. Ich hoffe nur, dass alle es überleben. Nur ich nur gucken, wo zum Teufel ist es auf der Ostseite des Ganzen? Dann werden wir mal zur Mangando-Schlucht uns fortbewegen. Toll, es ist die Sonneneinstrahlung so kacka, dass es selbst durch das Handtuch hindurch schimmert. Aber ich glaube, man sieht noch einigermaßen das, was es zu sehen geben muss. Oh, ich rieche Belohnungstickets noch und nöcher. Das bringt viele Materialien in meinen Köcher. Na, dann wollen wir uns mal die Lüfte emporschwingen. Wo ist... Ich glaube, ich muss das große Riesenvieh da nicht kaputt kriegen. Ah! Opfer Nummer 1. Sehr gut. Wobei, Sturm war, glaube ich, schon richtig, oder? Ja, keine Ahnung, was das Geheule oder was das zu interpretieren ist. Da. Sind wir jetzt fertig? 3 von 3 sind jetzt Brei. Zenobia, Zenobia, die Jakul-Königin zeigte sich. Ha! Wir fochten nach euren Anweisungen, worauf sie zurückschreckte und zugleich die Flucht ergriff. Ihr seid wahrlich eine fähige Kriegerin. Haltet euch bereit. Wir werden sie am Krater der Mangando-Spitze in die Enge treiben und dieser Jagd ein Ende setzen. Wir werden Vergeltung für die Bluttat an Vater und Mutter üben. Oh, scheinbar habe ich zufällig das Richtige zusammengeklickert. Oh, natürlich schön direkt... Ich sehe was Gelbes vor mir aufploppen. Ich werde es mitnehmen und es poppen. Nein. Nein. Okay, wenn ich jetzt noch da weggehen könnte, wäre das fantastisch. So, mittlerweile habe ich wieder ein paar Trainingspunkte, weil, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe tatsächlich alle Schätze in Primordia mittlerweile eingesammelt, die ein Feld aufdecken. Ne? Dann haben wir da schon mal zumindest diese Sache zu Ende erkundet. Und hier scheint es irgendwo zu sein. Ah, dort drüben. Nicht direkt im Kra... Irgendwo hier. Nein, irgendwo davor. Ja, weiter unten oder was? Nee, Moment, da. Ah, da oben! Die Jakul-Königin. Ja. Flieg und Sieg. Vorboss-Time! Okay. Der Questgeber ist nur tagsüber im Dienst, deswegen muss ich erstmal die Zeit umstellen gehen. Verdammt nochmal. Ihr seid wohl auf und eure Beute? Ist die Jakul-Königin erlegt? Vortrefflich! Dann habt ihr und die drei Überragenden sie in die Enge getrieben und endgültig ihrer gerechten Strafe zugeführt. Ich danke euch, meine Freundin. Die gefallenen Rothianer können nun in Frieden ruhen. Bitte nehmt dies als Entlohnung an. Von nun an sei mein Ziel, die drei Überragenden zu wahren Meistern zu formen. Sie sind wie leibliche Kinder für mich und ich will sie mit Stolz erziehen. Bei Zeiten werde ich sie mit mir ausziehen, unsere Peiniger, die Gänglin, zu vernichten. Ich hoffe, auch ihr werdet an jenem glorreichen Tag an unserer Seite kämpfen. Ja, werden wir ja mal sehen, ob ihr überhaupt dabei seid, wenn wir den Sargdeckel drauflegen. So, das wäre geschafft. Und die letzte Aufgabe, die ist direkt hier gegenüber. Und das hat jetzt doch viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Wegen viel Schwarz, bla bla bla. Ihr seid zu schwach. Oh nein, doch nicht. Auf ein Wort, Mensch. Ich möchte euch etwas fragen. Existiert irgendetwas auf dieser Welt, was ihr mit eurem Leben zu schützen bereit wärt? Viele argumentieren, dass selbst die nobelste Tat bedeutungslos ist, wenn ihre Durchführung das eigene Leben kostet.
Wie denkt ihr darüber? Erkläre, dass manche Dinge es wert sind, mit dem eigenen Leben verteidigt zu werden. Oder sage, dass nichts wertvoller ist als das eigene Leben. Einige schwierige Sache, aber ich glaube, im ersten steckt genauso viel Wahrheit drin wie im letzten. Diese Denkweise ist also auch auf anderen Planeten verbreitet? Womöglich hatte Gejewe nichts gänzlich Unrecht mit ihrem Entschluss. Gejewe ist eine Freundin von mir, eine tapfere Kriegerin. Wir wuchsen gemeinsam als Waisen auf. Wir hielten uns gegenseitig am Leben, indem wir uns magere Mahlzeiten und Unterschlupf vor den Elementen teilten. Ich hatte gehofft, wir könnten zu diesem Leben zurückfinden, nachdem wir uns von den Gänglien lossagten, zu diesem bescheidenen, gemeinsamen Leben. Doch sie zog es vor, allein nach Kaldros aufzubrechen, um den Gänglien die Herabwürdigung Prinz Gajaks heimzuzahlen. Frage wie sehr, ob niemand versucht hat, Gejewe von ihrem tollkühnen Plan abzuhalten oder äußere Bewunderung für Gejewes Entschlossenheit. Na, wir fragen mal nach. Ein vernünftiger Einwand. Schließlich vernichteten die Gänglien ganze Planeten. Wer sich ihnen in den Weg stellt, dem blüht der sichere Tod. Doch für die Rothianer ist der Stolz allem anderen übergeordnet, selbst dem Wert des eigenen Lebens. Dennoch versuchten einige, sie aufzuhalten. Letztendlich erkannten sie jedoch die Freiheit ihres Willens an und überließen sie ihrem selbstgewählten Schicksal. Doch ich konnte dies nicht. Gejewe beschützte mich stets. Sie gab mir die Kraft, durchzuhalten. Sie ist die einzige Familie, die ich habe. Ich will sie nicht verlieren. Ich möchte, dass sie lebt. Selbst wenn das bedeutet, ihr ihren Wunsch nicht zuzugestehen und ihren Stolz zu verletzen. Ihr wirkt auf mich wie eine Kriegerin von beträchtlicher Stärke. Dürfte ich euch bitten, zu ihrer Rettung zu eilen? Ich bin bereit, jeden nur erdenklichen Preis für ihr Überleben zu zahlen. Und sollte mein eigenes Leben das letzte sein, was ich zu geben habe, so sei es. Ui. Nobel, nobel. Also geht's jetzt Richtung Kaldros. Ich stehe in eurer Schuld. Für den Fall, dass ihr zu spät seid und sie bereits verloren ist, werdet ihr sie an ihrem Silberreif am rechten Arm erkennen. Folgende Worte sind darauf eingraviert. So wollen wir dieses Leben miteinander teilen. Sollte es soweit kommen, so bitte ich euch, ihren Dolch zurückzubringen. Er war ihr stets ein treuer Begleiter. Ich danke euch, Mensch. Haltet bitte zunächst Ausschau nach dem von ihr gesteuerten Skell. Okay, machen wir. Aber erstmal zurück dorthin. Das ist im Südosten am Knotenpunkt 511, glaube ich. Genau. Ich bin mal gespannt. Ich finde das ja ein bisschen lächerlich, dass ihr so viel Wert an ihr legt und sie ihr letztes Hemd und vor allem auch ihr Leben für sie geben würde. Aber an die Front schickt sie mich. Ja, danke, danke. Das ist aber. Ich lasse mein Auto mal hier stehen und werde mal gucken, was hier in der Mitte so was aufgebaut ist. Oh. Haben die einen auf Lucky Look? Ach, hier oben. Oh, das sieht schon mal nicht gut aus. Ein zerstörter Worthianas-Kell. Liegt da vor eine oder ist das nur Dreck? Ne, das scheint nur Dreck zu sein. Wir sollten uns eigentlich nicht zu lange hier auf dem Präsentierteller begeben. Wenn der Skelly abgeschossen wurde. Warum empfängt mein Skell ein Signal? Wie seht's da? Seid ihr das? Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr mir nicht folgen sollt? Dies ist meine Sache. Ich möchte euch nicht darin verwickeln. Sage, dass du gekommen bist, um ihr zu helfen, oder erzähle Gejewe, dass Visezer dich geschickt hat. Ja, das ist ja eigentlich beides das Gleiche, also erklären wir uns. Visezer sandte euch? Ich hatte ihr gesagt, dass sie mich zu ihrem eigenen Westen vergessen soll. Doch damit stoße ich bei ihr wohl auf taube Ohren. Ich sah zu viele ehrbare Männer und Frauen, die unter dem Joch der Gänglien ihr Leben ließen. Mit dem Blut unserer Feinde werde ich auf ihren Seelenfrieden trinken. Es tut mir leid, dass eure Bemühungen vergeben sind. Bitte kehrt zu Visesa zurück und richtet ihr aus, dass Gejewe einen ehrenhaften Tod starb. Fordere Gejewe auf, Visesas Gefühle zu berücksichtigen. Oder versuche Gejewe mit Logik zu überzeugen. Ja, Logik. Ihr sprecht weise und mit Bedacht. Jedoch weiß ich, dass es etwas weit Wichtigeres gibt als mein eigenes Leben. Sogar wichtiger als meine Gefühle für andere. Verbrechen, die Gänglien an meinem Volk verüben, dürfen nicht ungesühnt bleiben. Ich mag eine Frau sein, doch in erster Linie bin ich eine Kriegerin. Selbst wenn es bedeutet, Visezas Herz zu brechen. Ich würde den Pfad der Rache beschreiten. Ich sollte mich nun dieses Silberreifs entledigen, um meinen eigenen Rat zu folgen und Sentimentalitäten bezüglich meiner Weggefährten in Keim zu ersticken.
eine Frau, die dem Tod ins Auge blickt, kann weder Reue noch andere Gefühle gebrauchen. Ihr solltet diesen gefährlichen Ort nun lieber verlassen. Es lauern unzählige Manuk-Späher in eurer Nähe. Weil die spähen nicht nur, die gehen auch. Vor die Hunde! Vor Enemy Time! Was? Hat er gesagt? Schwein? Das werde ich nicht auf mich sitzen lassen. Ach komm. Ich hab Lust drauf, machen wir das so. Oh, der erste ist hinüber. Dann haut der zweiten eine rüber. Okay, und der da kriegt jetzt nochmal hier mit mal drauf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, ich liebe es, so, so zu tun. Ach, die Olle ist jetzt weg, wa? Okay, also zurück zu meinem Schnellskell. Der ist da drüben. Und ich habe noch was Gelbes gesehen. Wobei, das könnte theoretisch auch ihr nächster Aufenthaltsort sein. Ja? Hätte ich ihn direkt mal mitgenommen. Aber ich wollte auch noch mal halt mit meinen normalen Muckis kämpfen. Hier waren wir generell noch nicht fürchtig. nein, das ist, machen wir ein anderer. Ah, hier ist sie. Hier ist sie. Also. Ja, diesen Ort hier muss ich noch leer räumen. Später, später. Einen Moment. Seid ihr diejenige, die sprach? Ich forderte euch doch auf, diesen Ort zu verlassen. Dies ist ein rothianisches Schlachtfeld. Menschen sind hier fehl am Platze. Stimme zu, dass Herr Zorn nichts mit dir zu tun hat. Oder sage, dass du so lange hier bleiben wirst, wie Gehewe ihren Kampf führt. Ja. Ihr könnt euch beinahe ebenso wenig aus fremden Angelegenheiten heraushalten wie Sessa. Ihr versteht euch sicher prächtig miteinander. Doch ihr müsst nun gehen. Keiner von euch beiden begreift das Ausmaß meiner Entschlossenheit. Ich warf sogar ihren Silberreifen fort, um ein früheres Leben abzustreifen, und doch folgt ihr mir unentwegt. Ich entledige mich meiner Vergangenheit, um den Ganglien als Ausbund an Rache gegenüberzustehen. Dies ist meine Art, diesem Abschaum zu begegnen. Ich bitte euch inständig, folgt mir nicht weiter. Die Ganglien stürzen alle Rothianer ins Verderben und unser Stolz verlangt nach Rache. Meine Beharrlichkeit verlangt aber auch nach einem Ergebnis. Wo? Ach, hier ist ein kleiner Ziggy. Dann gehen wir mal eben hier in das kleine Dings rein und hoffen, dass ich nicht allzu tief vordringen muss, um den Schatz an mich zu ziehen. Ich habe jetzt nämlich doch Lust, wo wir gerade hier sind, das Ding mitzunehmen. Was haben wir denn hier? Zwei Trainingspunkte, das... Ah, und Waffenstärke 12. Ja. Weniger als das Maximum, was 20 ist. Da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Ah, hier müssen wir noch nicht mal einsteigen, sondern können es einfach so mitnehmen. Und der lässt es über sich nicht gehen, weil er weiß, wie blau sein Hintern wird, wenn er sich wagt, es sich einzumischen. Das scheint hier oben drin zu sein oder hier unten. So. Scheint dieses Gebäude zu sein. Wollen wir nicht auf dem Feind landen, weil da muss ich ihn umbringen. Das kostet zu viel Zeit. Und bringt mir nichts mehr. Oder nicht mehr viel, oder? Bin ich falsch? Nein, hier bin ich nicht. Sehr schön. Ja, die paar Trainingspunkte sind mehr oder weniger für einen hohlen Zahn, aber ja. Unterm Strich können das bedeuten, dass ich etwas aufleveln kann oder etwas nicht aufleveln kann. Und hier drüben noch. Aber es müsste dieses gebäudartige Strukturding gewesen sein. Sei Dank nicht runtergefallen. Ah, Schatz, 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 Schatz. Hier ist ja gar kein Schatz. Oder, Moment, oder ich muss höher. Weil es ist ja... Bin ich höher oder nicht? Sonst... Da war doch vorher... Ach, da oben direkt. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ich, Schweinehunde, ihr. Ich habe nur den Gegner gesehen. Das liegt aber auch an der verdammten Sonne gerade wieder. Aber es soll's. So, ich nehme jetzt deinen Thron weg. Oder auch nicht. Leider nichts dabei, was hier das Gebiet ein wenig aufdecken würde. Moment, in diese Richtung. Ich komme gleich. Juhu. Wobei das scheint höher zu sein oder im Berg zu liegen. Beides ist doof. Aber mit höher bin ich, glaube ich, richtig. Ah, da vorne. Okay, das ist... Und ich sehe schon... Nein, da gehe ich jetzt nicht hin. Ah, aber das hier hat sich gelohnt, wie Sau. Oder mache ich es doch? Nein. Vielleicht im Anschluss.
muss erstmal wieder gucken, wo die Olle ist. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Oh, das könnte ich mir niemals verzeihen. Doch. Ich verzeih mir alles. Oh, da unten ist das große Übelwesen. Warum? Achso, es ist ja kaputt. Rufe GJW oder bemerkbar machen oder mache dich kampfbereit und eile GJW zur Hilfe. Wir machen uns mal bemerkbar. Ja, vielleicht wollen sie jetzt mich abballern. Erstmal den Phantomseider töten. Und das rettet nämlich Leben. Achso, ich dachte, das wäre jetzt deutlich schlimmer gewesen. Und sie steht noch wie angewurzelt da, wie versteinert. Ich kann nicht mit ihr sprechen. Die steht wirklich nur doof rum. Seid gegrüßt, hier spricht Viseta. Ich behellige euch nur ungern, doch mein Herz schlägt wie wild. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb nahm ich Kontakt mit euch auf. Konntet ihr sie ausfindig machen? Berichte Viseta von Gejewes Tod. Oder verschweige Viseta aus Rücksicht auf ihre Gefühle. Ach Gott, ich kann gerade nicht, bla. Die Wahrheit. Ich finde, dafür steht sie noch zu gerade und zu stramm. Ich zögere mal. Ich spüre, dass ihr schlechte Neuigkeiten habt. Ihr braucht keine Rücksicht auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, die Wahrheit zu erfahren. Sie ist also im Kampf gefallen. Oh, Jewe. Nein. Ich dachte, ich sei auf das Schlimmste vorbereitet, doch. Vergeb mir. In mir herrscht nun komplette Leere. Bringt mir den Dolch. Ich bitte euch. Ah! Nein, diese Blume war es nicht. Wo zum Henker? Ist sie wirklich tot? Das sah mir jetzt aber irgendwie sehr seltsam aus. Von wegen tot. Naja. Ja, geh erstmal weg, sonst spiel ich mit der Fußball. Ich werde zum Abschluss hier nochmal nach oben fliegen. Oder war es hier? Ah, nein, das war die Seite. Hier hatten wir nämlich auch noch was. Dachte ich zumindest. Oder ist es noch viel höher? Ah, hier oben. Vermutlich, oder? Moment, 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 genau. Jawohl, jawohl. Da benutzen sie jeden Höhenzentimeter aus, diese Ollen. Na, was soll's. Immerhin 4 Trainingspunkte. So, wir sehen uns gleich wieder. Und wir sind zurück. Was? Ich möchte mich für meinen vorherigen Ausbruch entschuldigen. Ich bin nun wieder gefasst. Gejewe war mit ganzer Seele eine Kriegerin. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich werde dafür sorgen, dass sie ein angemessenes Begräbnis bekommt. Könnt ihr mir nun bitte den Dolch überreichen? Da ist er. So scharf. Sie hat ihn stets so scharf gehalten. Es wäre ein leichtes, ihr zu folgen. Verlange, dass Viseta sich nicht der Verzweiflung hingibt. Oder spende Viseta mitfühlende Worte des Trostes. Eure Warmherzigkeit erinnert mich an sie. Gejewe starb eine wahre vorothianische Kriegerin. Den feigen Ausweg aus dem Leben zu nehmen, würde ihren heldenhaften Tod herabwürdigen. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Oh, ich muss wohl irgendeine falsche Auswahl genommen haben, weil man soll auch den Tod von Gejewe verhindern können. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, wo die falsche Auswahl gewesen ist. Nun denn, so war es, so ist es, so wird es auch beibehalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn wir mit den Harmonie-Missionen beginnen. Macht es gut und ciao.